Wir müssen es machen. Wir haben uns gesagt, wir schauen uns jetzt jedes Video von denen an, weil uns das Weihnachtsgeschenke auspacken so gut gefallen hat. Deshalb. Ja, wir sitzen hier im wahrsten Sinne des Wortes fest. Was machst du, Robert? Ach nein, Robert, mit dem Urus. Ach nein, Robert, der Urus steckt fest. Robert! Ist das kein Allrad? Doch, sieht man doch. Robert, schneller, schneller, Robert! Robert! Oh, Carmen kriegt aber hier fast schon ein Herzflattern. Benutzt du den Lambo? Robert, benutzt du den Lambo? Ja, schneller, gräbt sich noch ein bisschen mehr ein, Bro. Ach, der muss auspacken. Ja, du hast ja gut eingepackt. Wir kommen jetzt nur nicht mehr raus, ne? Oder? Digga, und das bei einem Allrad, ne? Felgen sauber machen, genau so ein Ding. Ja. Anschieben ist nicht, dafür gibt's Leute. Fahr mal rückwärts. Digga, die Steine da, hör auf, leg da Schneematten drunter, Digga. Schaufel den Schnee da weg einfach. Also, das ist doch... Da kommen auch 600 PS nicht raus, Wahnsinn. Also, eine G-Klasse wird da rauskommen, das sag ich dir aber. Bei den Schneemassen. Naja. Der versucht's aber auch weiter, ne? Anstatt da einfach mal aufzuhören. Er hört ja nicht auf, ne? Er muss weitermachen. Rockmaster, Digga, danke schön für den Subkuss. Oh Gott. Man jetzt braucht Drehmoment, ja, ja. Eingebuddelt. Jetzt muss wohl Lambo kommen. Als ob Lamborghini dich da rauszieht, Digga. Als ob man sich nicht da freischaufelt. Jetzt geht's nicht mehr zurück. Nur nicht mehr nach vorne. Sehr schön. Wie gut, dass wir gerade angekommen sind. Dann haben wir ja ein paar Tage, um den Wagen rauszuholen. Es bleibt spannend. Bei den Geistern. Kein Schnee haben wir auch schon geschaufelt. Wahnsinn. Da ist doch schon Grip, Digga. Und jetzt es gibt noch keinen. Mal. Ich glaube, ich muss gerade mal noch mal buddeln. Und dann versuchen wir es noch mal. Ja, ich wollte gerade sagen, oh. Ja, jawoll. Oh, Robert, hör mal. Was machst du? Nein, warum fährst du denn wieder da rein? Wow, geht doch. Hä? Warum? 600 PS können was. Warum ist denn der wieder reingefahren? Wenn wir jetzt hier keine Beziehungen hätten und die Gendarmerie, die uns schon geholfen hat, dass wir überhaupt telefonieren können, weil hier stellt man gerade auf 5G um. Das heißt also, unsere normalen Telefone funktionieren nicht. Jetzt habe ich erstes Mal, dass ich kein 12er-Handy gekauft habe und habe gedacht, mit dem 11er kommst du über den Winter. War nichts. Jetzt ist 5G angesagt und nichts anderes funktioniert hier. Scheiße, Mann. Scheiße. Hä? Das ist doch Bullshit, oder? Man kann doch auch ohne 5G-Handy trotzdem ins normale Mobilfunk. Jetzt stehen wir richtig unter Kappe. Also wenn ein Traktor Schneeketten hat, Bro, da würde ich dann mal nachdenken, sag ich mal, ne? In der Not. Unser Helfer in der Not. Ja, ich bin eingefroren. Das ist alles scheiße. Also man braucht in den Bergen das richtige Auto. Mit dem Urus, das ist nix. Auch wenn es ein Allrad ist, ne? Ist halt ein... Ja, pretended ein Offroad-Fahrzeug zu sein, ist es aber nicht wirklich, ne? Wir müssen das nochmal mit Winterreifen probieren, aber am Ende des Tages muss jetzt ein richtiges Vierradauto hier hin, sonst funktioniert es nicht. Carmen, ich weiß gar nicht, warum du hier nicht ein vernünftiges Auto stehen hast. Was ist das denn alles? So was brauchst du. Ein Traktor, Carmen. Ja, wir haben hier aber auch ja noch ein anderes Auto, aber was haben wir mit dem hier? Ja, das ist der Reifenplatz. Naja, Corona. Auto. Nichts funktioniert. Gar nichts funktioniert. Der Reifen ist platt wegen Corona. Funktioniert. Überhaupt nichts. Hier haben wir Reifen stehen, aber die passen nicht.
glaube, wenn ich weiter hier wohne, dann muss ich mir mal so ein Teil kaufen. Carmen, ich weiß nicht, ob du einen Traktor fahren kannst. Traktor fahren ist sehr, sehr schwierig. Traktor gibt's auch von Lambo, ja, stimmt. Stimmt. Kommt, ja. Es geht aufwärts. Ja, es geht aufwärts, ne? Hoffen wir. Besser als abwärts. Ja, auf jeden Fall ist der schneller als ich ihn kaufen. Das glaube ich allerdings auch. War das heute alles wieder für die Katz, ne? Und was? Wieso hat der Traktor denn nicht rausgezogen einfach, hä? Ja, so einen Bagger brauchen wir noch, ne? Das ist ein Traktor mit einer Schaufel. Robert! Statt ein Lambo solltest du dir besser sowas kaufen. Das ist doch ein Lambo. Sowas brauche ich. Toys for the boys. Sowas kannst du hier nicht gebrauchen. Hast du immer Reifen? Du sagst immer, ich habe zu große Reifen auf der Auto. Ja, aber es gibt keine Schneeketten. Ja. Oh, Digga, Vive hat mich gecallt. Ja, okay. Ich hab mal die Straßen jetzt frei gemacht. Ich wollte kurz fragen, wo hast denn du so Dias und so Sachen alles gekauft? Was wir hier gucken, ist auch so retarded. Naja, der kommt überall hin. Ja. Ist das so klug, direkt zu sagen, wo das Hotel La Vente Blanche ist? Also jetzt weiß ja jeder, wo die Geissens wohnen. Ist das eigentlich so smart, wenn ich das mal ganz kurz so in den Raum werfen darf? Und wieder eine Fuhre. So geht das hier in den Bergen bei ja, den aber, Zwergen. Ja, Carmen, aber wird das Auto jetzt noch... Wenn man keine Leute kennt, ist man aufgeschmissen. Holt der denn das Auto noch raus? Der macht jetzt einfach für den die Einfahrt frei, wie krass. So reich muss man sein. Ja, jetzt schauen wir aber mal, was das werden soll. Alter, ja. Allein die Schneeschaufel sieht teuer aus. Oder? Die Leute immer, wir tun nichts, ne? Ist auch nicht so richtig. Nee, stimmt nicht, ihr macht ja. Ich finde, die Schaufel sieht teuer aus. Ich weiß nicht, warum. Und dann Kennzeichen geblurrt. Hm. Wir müssen versuchen. Ah, okay, jetzt wird er rausgezogen. Es ist einfach so. Imagine, das ist vorne im Kühler einfach drinne. Doch bestimmt raus. Ist das so stark? Oh, es geht. Er dreht sich. Das ist ja schon mal drehen. Er ist schon mal in Fahrtrichtung. Ah, oh, die Felgen sind ja komplett voller Schnee. Wie scheiße. Oh, da geht ja was. Haben die keine Winterreifen drauf? Die haben, das sind Sommerreifen, ne? Oder? Och, Digga, ja natürlich fährst du dich im Schnee fest, Bro. Ja. Das ist ja wohl der Hammer. Wenn jetzt die Kette reißt, dann geht der natürlich ab in diesen Haufen. Aber jetzt kommt er doch hoch. Das war doch gar nicht so schlecht jetzt. Ich darf hier nie mehr runterfahren, der bringt mich um. Der bringt mich um. Ich glaube, jetzt mag er das Haus überhaupt nicht mehr. Ja, dann einfach das Haus abreißen, neues kaufen, oder? Ganz ehrlich. Was? Ich habe ihm jetzt den Rest gegeben. Demnächst mache ich alleine Urlaub in Valberg.
reagiert was. Der Bauch ja nur bis oben auf die Straße. Und dann sind wir durch. Mega. Das ist ja geil. Da oben ist es nämlich gerade. Kann man den Wagen unten parken. Da kann ich wenigstens einkaufen gehen. Was man alles tut, wenn man einkaufen muss in der Lage. Geil.